Wesseling ist eine mittelgroße Stadt im Rhein-Erft-Kreis. Im Norden grenzt sie an Köln, im Westen an den Rhein. Diese rund 10 Kilometer Rheinufer haben es allerdings in sich. Denn erst sie machten es möglich, dass sich der alte Erft-Kreis im Jahr 2003 mit dem neuen Namen Rhein-Erft-Kreis schmücken konnte. Vom neuen Namen versprach man sich eine bessere internationale Vermarktung. Wesseling ist geprägt von der Industrie. Aufgrund der innerhalb ihrer Stadtgrenzen ansässigen drei Chemiewerke und einer Erdölraffinerie besitzt sie in der internationalen Petrochemieindustrie einen bedeutenden Stellenwert. Wesseling besteht heute aus den vier Stadtteilen Wesseling-Mitte, Keldenich, Berzdorf und Urfeld. Der stark angestiegene Radtourismus entlang des Rheines trägt zu einer wesentlichen Belebung des Rheinparks und auch der ortsansässigen Gastronomie bei. Mit dem Rheinforum hat Wesseling einen Veranstaltungsort der besonderen Art zu bieten. Unmittelbar am Rhein gelegen, können dort neben Kulturveranstaltungen auch Tagungen, Messen oder Firmenevents stattfinden. Immer inklusive das interessante Flair einer historischen Fabrikhalle. Sehenswert in Wesseling ist das Naturschutzgebiet Entenfang. Mit seinen vielfältigen Möglichkeiten bietet er für alle Bevölkerungsschichten ein tolles Angebot. Neben dem Naturschutzgebiet mit seiner Vielfalt an Flora und Fauna sind es zwei große Spielplätze und für die Jugend eine Skateranlage, die besonders an Wochenenden stark frequentiert werden. Die Wesselinger scheinen ein aufmüpfiges Völkchen zu sein. Als die Stadt am 1. Januar 1975 in die Stadt Köln eingemeindet werden sollte, regte sich Widerstand. Nach erfolgreicher Klage erhielt Wesseling 1976 seine Selbstständigkeit zurück. Am Tag der Verkündigung wurde das unter großem Jubel der Bevölkerung dementsprechend gefeiert. Dem Vernehmen nach soll reichlich Alkohol geflossen sein. Wesseling, eine Stadt geprägt von der Industrie in exponierter Rheinlage. Die Rheinpromenade. Passanten verweilen, lassen sich nieder und die Hektik des Alltags verliert an Bedeutung. Man sieht Schiffe vorüberfahren und träumt vielleicht für einen kleinen Augenblick von fernen Ländern.